Anlässlich des Salzburger Turnschuh Winters, der wöchentlich stattfindet, haben wir uns einmal erkundigt, was man beim Kauf der Ausrüstung alles beachten muss. Wo liegen hier die Unterschiede bei den Skiern, der Bindung und bei den Schuhen? Ein Winter der Extreme, der trotzdem auch dieses Jahr viele Anfänger dazu bewegt, eine Turnski-Ausrüstung zu kaufen, um diesen attraktiven und gesunden Sport nachzugehen. Welche Unterschiede es bei Ski, Schuh und Bindung gibt, erklärt uns der Experte. Zu Bindungen gibt es zum Sagen, also mittlerweile haben sie die Pinbindungen durchgesetzt, also mit dem Dynafit-System, wo ich nur vorne drinnen bin, in Rennbindungen, die richtig aufstiegsorientiert sind, auch vom Sicherheitsaspekt nicht so stark sind und diese Pinbindungen mit Sicherheitsaspekt, wo man sagt, der TÜV-Abnahme haben die entsprechende Sicherheitsbindung und eben diese Rahmenbindung, wo es eben die ganze Bindung mitbewegt beim Gehen, aber dafür sehr komfortabel vom Einstieg ist. Ja, bei Tourenski hat sich mittlerweile diese Rocker-Technologie durchgesetzt. Das heißt, dass der Ski, der Auflagepunkt, ist nicht mehr vorn, sondern ist zurückversetzt worden. Durch das kommt die Schaufel schöner aus dem Schnee raus und er ist leichter zum Fahren, dreht einfach leichter. Und dann gibt es natürlich noch Herrenski, Damenski, die sich nicht nur vom Design unterscheiden, sondern eben auch in der Spannung. Und der ist nur mehr weicher, leichter zum Drehen als für Damen. Und die Mittelbreite ist natürlich jetzt generell breiter geworden. Also jetzt hat man 88, 84 Mittelbreite als normalen Tourenski schon. Bis zu Extrembreite und dann schon richtig über Körpergröße, das ist dann schon Freeride-Ski. Und der Rennbereich hat natürlich auch noch einen Platz, wo man sagt, ganz leichte, ganz schmale Ski, die dann zum Skifahren fast nicht mehr geeignet sind. Zu Tourenskischuhen ist auch das Thema generell, sind sie leichter geworden. Also auch die Vierschnaller sind mittlerweile sehr leicht, sehr gut zum Gehen und haben natürlich zum Abfahren einen sehr guten Halt. Die aufstiegsorientierten Schuhe dann, das sind dann nur mehr zwei Schnaller, beweglicher geworden und trotzdem auch sehr guter Halt dabei. Bis zum reinen Rennschuh, der richtig nur mehr zum Aufstieg ist oder sehr stark zum Aufstieg, ganz beweglich und richtig zum Laufen ist er dann schon. Und hat man endlich seine eigene Ausrüstung, so gilt es als Tourenskigeher noch Folgendes zu beachten. Also zu seiner Sicherheit muss er auf jeden Fall achten, dass er nicht alleine unterwegs ist. Also er sollte zumindest zu zweit unterwegs sein. Im Gelände ist zusätzlich wichtig LVS-Gerät, Schaufel, Sonde. Wenn im Notfall auch die Kameradenbergung wichtig ist, dass man den, sollte er in eine Lawine kommen, auch findet. Natürlich kontrollieren die Profis bei jeder Tour die Betriebsbereitschaft ihres LVS-Gerätes und informieren sich über Lawinenwarnstufe, Schneeprofil und Gegebenheiten im Gelände. Denn Vertrauen ist gut, aber Kontrolle kann hier Leben retten.